Hallo und herzlich willkommen zu Forest Village. Ja, wir haben am letzten Mal es geschafft, die Schule zu bauen. Wie gesagt, ich habe das fertig bauen lassen und habe danach gleich gesagt, komm, machst das Foto davon und dann machst du gleich die nächste Aufnahme hinterher. Ja, jetzt haben wir die Schule neben dem Hühnerstall, warum auch nicht, ne? Wir haben ja noch hier 2400, ich werde mal wieder zurückgehen. Ja, denn ich sehe gerade, hier, die machen den Landschaftsbau. Das bedeutet, nein, falsch rum. Die machen hier endlich den Landschaftsbau. Das bedeutet, wir haben hier so viel noch zu ebnen. Das wird wahrscheinlich das meiste sein überhaupt. Dann wird hier oben halt wieder die Schräge reinkommen. Und dann werde ich hier wahrscheinlich auch eine Schräge reinbauen, so dass ich nachher diesen hier in Ruhe lassen kann. Dann kann der hier weiterbauen, dann mache ich hier oben halt immer alles gerade. Und dann geht das halt immer nach oben. Dann baue ich da halt weiter, das ist dann auch egal. Und dann baue ich noch einen zweiten Förster. Ja, denn wir haben ja so langsam die Leute dafür. 31 Leute haben wir insgesamt, das ist schon eine Menge. Muss ich echt sagen, das ist schon echt eine Menge. Vielleicht machen. Gut. Habe ich die Bäume markiert? Kann ich die endlich mal hier weitermachen? Wie gesagt, ja, okay, den habe ich markiert. Wir müssen auf jeden Fall dann nachher hier wieder ein paar Jäger hinmachen. Hier einer hin, hier hinten einer hin und hier oben einer hin. Damit die gleich da die, am besten auch gleich, wenn das fertig ist, dann gleich anschrägen, damit die auch da oben hin können. Sonst haben wir ein Problem, ja. Und ich hoffe, dass sie das mal endlich... Ich glaube, ich soll das vielleicht mal priorisieren. Das muss ich mal machen eben. Ja, ich hoffe, ihr wisst, wovon ich jetzt gerade rede. Die Bäume, dass sie die Bäume endlich mal mitnehmen. Sonst wird das nichts. Dann wird da das nicht mitgenommen. Und da wird das nicht mitgenommen. Der soll mitgenommen werden. Und hier die Ecke soll mitgenommen werden. Einfach zack, so. Die Ecke muss mit. So, die muss weg. Und die Ecke will ich auch weg haben. So. Ich weiß nicht, ob er da die Bäume markiert hat. Ich weiß das gar nicht genau. Ich hoffe, er hat das einfach markiert. Sonst habe ich die Arschkarte, oder? Ich glaube, der hat das markiert. Ah, doch, nicht, siehst du? Aber er hat das schon mal. Er hat das schon mal gesagt. Ja, mach mal, ja, ja. So, dann mache ich mal wieder an. Erstmal alles vorbereitet. Und ich hoffe mal, jetzt haben wir 7 Leute bei der Arbeit, aber 5 Leute brauchen wir nur noch zum Bauen. Ist das nicht krass? So, die machen hier oben schon mal. Also im Winter haben wir immer so viele Leute, dass wir eigentlich schon gar nicht mehr. Ja. Gras brauchen wir eigentlich für nächstes Jahr nicht mehr. Das heißt, wir könnten eigentlich hier unten das Gras mal für Kartoffeln machen. Dass wir da kein Gras machen, sondern einfach mal Kartoffeln. Weil wir brauchen ja Kartoffeln. So, dann wird nächstes Mal Kartoffeln einfach gemacht. Und dann haben wir genug Kartoffeln, dass wir da noch überleben. Also ich weiß nicht. Ja. So, was ist hier? Warum ist da so ein Fragezeichen, so ein ZZ? Kleines Haus. Also ich werde wohl ein paar Häuser jetzt machen in dieser Folge. Auch weil ich das schön finde, die Häuser. So im Allgemeinen jetzt mal gesehen. So, ich muss das mal kurz von oben mal gucken. So, ein bisschen drehen hier. Wow, geil. Ja, so, dann werde ich das mal anschalten. Hier, komm, mach das Haus fertig einfach. Wenn ihr meint, ihr wollt das Haus haben, dann mach das Haus einfach. Ist egal, komm. Aber ich möchte mit keine Klagen kommen. So, was ist hier noch? Was ist das hier? Ach, da kommen auch Häuser hin. Okay, ja gut, das muss ich noch eben überlegen. Ob ich dann noch da die Häuser hinmache. Weil da, ich möchte ja noch die Hütte hier bauen, die Scheune hier. Da soll noch die Scheune hin, da soll ja auch noch eine Scheune hin. Und da will ich ja nur da die Scheune hin haben, damit sie hier den Weg nicht so weit haben, damit sie gleich hier rein können und dann gleich weitermachen können. Das ist halt die Sache, die ich mir gerade so gedacht habe.
Die sollen halt nicht mehr so lange Wege haben, die haben so kurze Wege. Die, die immer lange Wege haben, das sind immer die, die zum Bergbau gehen, also Stein sammeln und die Lehm sammeln. Die haben immer einen weiten Weg. Und ich möchte halt versuchen, wenn nachher die Mühle und das wäre ist, dann kommt da ja auch noch so eine Scheune hin, damit sie das gleich da reinpacken können. Weil der Weg zur Mühle, von der Mühle, die nachher fertiggestellt wird, ist ja hier auch die Scheune. Das ist ja die Scheune, genau. Und die ist noch nicht so voll, das ist schon mal gut, dass sie die noch nicht so voll gemacht haben. Das finde ich gut. So, was haben wir hier? Was haben wir da drin? Haben wir auch noch einen Apfel drin. Das heißt, wir haben jetzt noch zwei Apples und keiner holt sich die Apples. Ja. Ja. Was haben wir hier? Wir haben hier noch den Fischer, ne? Richtig. Und der muss ja noch gebaut werden. Ich könnte jetzt darauf einfach mal Priorität setzen, dass sie den bauen sollen. Weil ich finde, die müssen den langsam mal bauen. Ja, wir sind zwar genügend Leute, aber ich finde, der muss gebaut werden jetzt, der Fischer. Ich weiß, der muss auch abgesenkt werden hier, der Weg, aber es sind über 300 Schritte, es sind nur über 300. Da kommst du zu nix. Und da sind schon wieder Bäume gewachsen ohne Ende, also das Dorf wächst wieder zu, ganz ehrlich. Wir haben Winterende, wir haben immer noch über 2000 Kartoffeln, das ist schon mal gut für den Neuanfang, wenn dann wieder neue Kartoffeln gemacht werden können. Und der Weg kann neu gepflanzt werden, aber gucken wir mal nachher. Dann kann ich die neuen Leute da wieder einsetzen, drei Leute bei den Apples. Mal gucken, wie wir die Apples da machen. Oh, ist das wieder dieses Jahr, wo die Bäume hier nicht gemacht werden? Oh nein, dann kriegen wir diesmal keine Apple oder was? Scheiße, dann kriegen wir keine Apples oder was? Wir haben noch minus 3 Grad, aber es schneit immer noch, wie verrückt. Jetzt haben wir wieder minus 4 Grad. Das heißt, es schneit ununterbrochen. Ja, und wir werden erfrieren. Naja, fast. So, ich werde jetzt auf jeden Fall... Zack. Ich werde jetzt ein paar Sachen auf jeden Fall aktivieren und dann sollen sie das nach und nach bauen, finde ich. Das ist meine Meinung. 60 Holz, ja, das sollten wir da haben. Und wenn, dann ist ja der Förster da, der uns auch nochmal ein bisschen Holz bringt. Was habe ich gemacht? Richtig, genau. So, erstmal aufwärmen, wa? Geil. Und jetzt laufen 4 Leute daher. Wo muss ich hin? Ja, weiß ich nicht. Ah, ich gehe da hin. Ja, ist okay. Ja, ja. Und ich gehe mal hier nochmal im Bergbau hier rein. Ja, hier nochmal ein bisschen Stein sammeln. Und ich mache nochmal hier Lehm nochmal. Ja, das ist gut. Und jetzt baue ich den Fischer. Den Fischernetz. Fischernetz. Ist ja nett, toll. Das hier ist die Windmühle, ne? Genau. Die Windmühle braucht 290 Holz. Das heißt, wir müssen doch erstmal wieder gut. Okay, wenn sie jetzt die Bäume mal fällen. Oh, Alter. Alter, sind das Gestrüppe hier. Was ist denn hier los? Baut das doch mal ab, ey. So, nochmal sagen, dass sie es abbauen sollen. Das wird noch ewig dauern, glaube ich. Komm mal, wir haben schon wieder so viele neue Bäume hier. Alter, ich nehme das auch nochmal mit, schnell. Hier, das sind über 60 Holz, die man sammeln könnte. So, warte mal, ich werde das mal kurz priorisieren auch, gleich. Ich muss immer so viel priorisieren, ey, dass sie da endlich mal hinterherkommen. Minus 1 Grad, das ist schon mal gut. Minus 1 Grad ist immer gut. Minus 0, so, jetzt können wir die Leute wieder einsetzen. Alle rein in die Felder. 9, 3 Leute... Oh. So, 3. Ein Sammler. Ach ja, die müssen wiederkommen. Und die müssen wiederkommen. Ha, wir brauchen neue Kindies. Wir brauchen neue Kindies. Wir haben 2 Erwachsene. Das heißt, wir müssen auch nochmal einen Lehrer einstellen hier. Ja, das tut mir jetzt leid, aber wir brauchen echt, guck mal, einer geht schon zur Schule, guck mal an. Die zweite geht zur Schule, jawohl. Finde ich gut.
Eine Klasse für 10. Upgraden kann man das nicht, ne? Naja, gut. Wollen wir jetzt auch mal nicht übertreiben, ne? Gut, das ist ein Lehrer. Zack, da gehen die Kinder zur Schule. Und vielleicht arbeiten die dann schneller. Und dann können wir vielleicht mal gucken, ob wir hier und da noch mal ein paar Sachen machen können. So, Schneider brauchen wir erstmal noch nicht. Okay, da hat sich einer noch mal neue Hosen geholt. Ja, noch mal. Okay, gut. Und die Hammer. Ne, die arbeiten ja nur mit dem Hammer. Die arbeiten ja nicht mit irgendwelchen anderen Werkzeugen. Die arbeiten ja nur mit dem Hammer. Und dann einfach im Baum rein, weißt du? Und dann fällt der Baum um. Weißt du, das geht. Das ist ja legitim, weißt du. So, dann das Haus hier noch. Vielleicht so das Haus hier. Dies hier. Und das Haus möchte ich noch machen. Und das Haus wäre schön. Aber ich denke mal, wenn sie das hier bauen, jetzt, den Fischer. Wenn sie hier den Fischer bauen würden, das wäre richtig nice. Und dann geht's richtig in Sachen. Aber diesmal muss ich echt sagen, fällt es mir irgendwie leichter. Jetzt ist Frühling geworden und es ist noch nicht, wie heißt das so schön? Es ist nicht kalt gewesen jetzt. Also irgendwie ist es immer unterschiedlich. Mal ist das so und mal ist das so. Da könnt ihr mir auch gerne Tipps und Tricks, bin ich immer gern zu haben. Ich bin mal echt gespannt, wie nachher die Dings aussieht hier. Wie nachher hier die Hütte aussieht, die Fischerhütte. Ob das überhaupt im Wasser ragt. Ich bin mal echt gespannt. Nachher kommen die gar nicht da rein. Ja, tut mir leid, ich komme nicht rein. Passt nicht rein, ich bin zu fett. Ja, bei einem anderen Let's Player war es so. Ich gucke ja auch andere Let's Plays dazu. Und jeder Bot ist ja irgendwie anders. Und deswegen finde ich immer jede Folge bei irgendeinem anderen finde ich immer richtig genial. Egal, ob das jetzt bei Kronk ist oder ob das bei jemand ganz anderem ist, guck auch bei zum Beispiel Streams zu, die auch gerade am Power's Village dabei sind. Und ist auch immer sehr interessant, wenn die Leute da was im Chat schreiben und dann. Ja, vielleicht soll ich sowas auch mal machen, keine Ahnung. Das wäre mal eine Idee. Aber ja, müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall sollte ich dann im nächsten Jahr, wenn es wieder Herbst wird, wollte ich dann wieder einen einsetzen, der Holz sammelt. Denn wir haben noch... Ach ja, und den Köhler brauche ich auch. Aber hat der Köhler jetzt nicht... Habe ich den Köhler nicht... immer noch am Arbeiten? Genau. Also haben sie quasi... Hat der Köhler immer schön das Brennholz genommen. Und der... ja, und die das Brennholz genommen haben, haben dann immer schön Kohle genommen, oder was? Die Leute. Na ja, gut, ist ja auch voll legitim. Kann man ja machen, wie man will. Nur eben halt, wenn das, warte mal, wenn da, ist da die Kohle drin? Ja, da ist die Kohle im Lagerhaus, okay. Da ist jetzt die 5 Kohle drin, also hier kommt immer die Kohle rein. Das bedeutet, ich müsste eigentlich nochmal einen Holzhacker hier hin machen, also neben dem Bäcker nachher, dass sie dann hier auch nochmal einen Köhler und einen Dings haben. Oder hier oben hin, müsste ich mal gucken, ob ich das da nochmal mache. Weil wenn da das, da ist das Lagerhaus. Dann müsste ich mal gucken, ob daneben noch irgendwas geht. Warte mal, ich drehe das mal eben. Ob ich da noch was hinkriege? Doch, oder? Ah ne, da ist die Schräge, oder? Ist das da die Schräge schon? Warte mal, ich probiere mal was. Könnte ich da den Schreiner schon mal bauen oder was? Oder was ist hier? Der Bäcker? Ne, den Bäcker brauche ich nicht. Müsste mal eben gucken, den Holzfäller. Genau, den Holzhackplatz. Könnte ich den da hinbauen? Nee, weil da die Schräge sind. Siehst du? Ah, schade. Den kann ich da gar nicht hinmachen. Den könnte ich dann hier oben hinmachen. Den könnte ich eigentlich dann hier oben hinmachen, ne? Zack, hier. Also ich könnte hier so den hinmachen, den Holzhackplatz. Dann können sie da unten da die, das Holz hinpacken. Und dann können sie gleich, wenn das fertig ist... guck mal, den Bienennetzen können wir auch schon mal machen. Es ist natürlich auch ein bisschen gemeint von mir, ne? Die Leute dahin zu stellen, wo die Bienen sind nachher. Finde ich irgendwie witzig, aber egal. Ich glaube, ich mache das einfach mal. 50 Holz. So, ich baue das jetzt einfach dahin. Und den Köhler brauche ich, den Köhler. Rennofen.
Nein, ich brauche den Brennofen, oder? Genau. Der macht Kohle, genau, richtig. Ich weiß noch nicht, wo da der Anfang ist. Wo muss ich da gucken? Wo muss ich da drehen? Toll, jetzt kann ich da natürlich nichts sehen, ey. So, jetzt muss ich mal gucken hier. Muss ich jetzt hier so gucken oder so? Jetzt ist das die Rückseite, oder? Das ist die Vorderseite. Oh, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig. Ich weiß das nicht. Sonst muss ich das nochmal abbauen. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Keine Ahnung. Das braucht auch nur... Ja, das braucht nicht viel. Kann ja gemacht werden einfach, so nebenbei. So, das heißt, ich müsste eigentlich hier auch noch einen Bienenmensch einsetzen, der uns dann Honig bringt. Und ich habe ja auch so viele Leute zum Einsetzen. Wir haben jetzt Spätfrühling. Ah, ich weiß nicht, ob die da schon produzieren. Guck mal, die produzieren schon. Die können schon abernten, oder wie? Hä? Das läuft alles von allein, oder wie? Finde ich ja super irgendwie. Keine Ahnung. Zack. Ah, guck mal. Ja, Mensch. Das ist ja super. Da freue ich mich gerade, dass man da nicht so viel arbeiten braucht. Ich dachte, ja. Gut, einfach mal leer machen, ist egal, ja. Guck mal einer an. Da ist einfach mal so der Bienenwachs hier fertig. Der Honig. Honigmeier. So, was haben wir denn hier noch? Wo man gucken kann. Ist vielleicht der Fischer fertig, der zweite Fischer. Kann ich da eigentlich Helene einsetzen? Entschuldigung. Aber es kam so über mich. So, erstmal durchs Haus, ja. Nein, ich kann den Fischer noch nicht einsetzen. Weil der will noch nicht. Dem fehlen noch 4 Steine. Den hat er unterwegs verloren. Alles klar. Hallo, Steine. 4 Stück noch im Angebot. Ja, ich hätte noch gern 4 Stück. Weil dann könnte der Fischer gebohrt werden. Ja, ich müsste dann aber echt mal da 2 Leute einsetzen. Und dann ist halt nur einer am Machen und am Tun. Weil, guck mal, die sind so am fleißig am Arbeiten. Ich glaube, ich werde den Kühler auch mal kurz wegtreten. Weil, wenn ich jetzt langsam anfange, die Leute alle zu beschäftigen, weil ihr müsst jetzt noch überlegen. Wir haben jetzt noch insgesamt, 4 Leute, beziehungsweise ja, 4 Leute über, die überhaupt noch was machen können. Wir brauchen jetzt den Fischer, da brauchen wir 3 Leute dazu, das heißt, wir hätten noch einen. Dann müssen wir noch einen haben für den Köhler, das heißt hier für hier hinten den Köhler, warte mal, ich mach mal eben hier, für da den Köhler, Köhler ein, ja, und den Häcksler sozusagen, also für die Holz hackt. Ja, das heißt ja, da hinten wollen wir aber auch hier ein. Das heißt, hier sind schon mal 4 Leute wieder weg. Das heißt, wir könnten nachher keinen einsetzen für die Fische. Da muss man nachher auch so überlegen. Wir könnten zwar jetzt bald 3 Leute kriegen, aber die müssen erstmal groß werden. Ja, da können wir nicht einfach sagen, jo, den kriegen wir, ja, das kriegen wir, ist kein Thema, ja, ist klar. Ja, und uns. Bei uns wachsen so schnell die Bäume, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Boah, wachsen hier die Bäume und die machen nichts. Ja, warum auch? Wir haben so viele Leute am Einteilen, dass die nichts machen können. Warte mal, ich muss mal eben auch einteilen, dass die Bohren machen sollen. Warte mal. So. Guck mal an, ey, wie viel Baum hier einfach ist. 26 Baum. Alter Schwede, ey. Der Brennofen wird gestartet, alles klar. Ich habe aber keinen eingesetzt, ich schwöre. Der Jäger ist auch noch nicht gemacht. Ja, da fehlen auch noch ein paar Holzsachen. Alter, aber ich muss echt nochmal wieder so viel Baum machen, wegmachen. Ja. Zack. Ja,
auch nochmal so viel wegmachen. Alter Schwede. Hier auch nochmal ein bisschen wegmachen. So, zack. Komm, hier auch nochmal. Ich muss mal kurz hier wegmachen. Es sind ja nur 400 Baum oder so. Na, ist ja kein Thema. Ja, ich sollte das mal vielleicht ein bisschen kleiner halten. Und nicht so viel auf einmal machen. Guck mal, und schwupp ist die Folge schon wieder fertig. Was mache ich jetzt für ein Bild? Weil der Fischer ja nicht fertig geworden ist. Hier ist... Nein, da ist jemand gestorben. Der Fischer. Helene. Oh, Fischer Helene ist gestorben. Ja. Das liegt am Alter. Altersschwäche. Sagt es ja auch. Oh, es tut mir so leid für die Helene. Die war aber auch schon alt, muss man echt sagen. Also wenn die Leute alle über 60 werden, dann... und die immer noch schwere Tätigkeiten machen. Gut, okay, Fischen ist halt nicht so schwer, glaube ich. Aber das Warten auf einen Fisch ist natürlich auch so langweilig, ne? Noch nie. Da kann man schon an Altersschwäche sterben, das ist schon wahr. Boah, Alter, habe ich so lange gewartet auf den Fisch? Ne, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Okay, ich würde sagen, ich suche mir gleich so ein schönes Thumbnail raus. Und dann sehen wir uns einfach das nächste Mal wieder. Wenn es dann gefallen hat, dann... Lass doch einfach eine kleine Bewertung da. Und ich hoffe, dass wir in der nächsten Folge die Bäume mal wegmachen hier. Alter, sind das viele Bäume geworden. Ich muss da mal echt gucken, dass sie da mal was machen. Und ja, ich gucke gleich mal, was für ein Thumbnail macht. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst eine kleine Bewertung da. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder zu einer neuen Folge von VS Village. Also, bis denne und ciao.